Ja, wir sind gestern Abend hier nach Holland angekommen und wir wollen jetzt heute von Wolsand nach Stavoren und dann am nächsten Tag weiter übers Eiselmeer nach Lemmer und anschließend wieder hier nach Wolsand in so einen kleinen Trip mal machen. Weil bis jetzt sind wir nicht von A nach B mit dem Schiff gesegelt, sondern immer abends wieder hier in den Hafen. Ja, jetzt bereiten wir alles vor und dann fahren wir nachher los. So, wir haben jetzt hier angefangen, die Versendungen abzunehmen. Innen haben wir jetzt hier provisorischen Kocher. Und ich habe zum Beispiel da hinten schon mal meine ganzen Sachen eingeräumt. Ja, und hier unten in der Kiste haben wir unser Essen und unser Trinken. Und ja, getankt haben wir da hinten auch schon und dann kann es gleich losgehen. So, wir sind jetzt hier in Wolsand losgefahren, sind gerade aus dem Kanal raus, haben hier die Segel gesetzt und wollen jetzt hier unten lang bis Stavoren und dann morgen raus aufs Eiselmeer, was hier links anfängt. Dafür müssen wir hier eine Brücke passieren und dann ist hier noch eine Schleuse, aber vor der Schleuse gehen wir in den Hafen. Aber da hinten ist ein Engpass. Da müssen wir nämlich ein bisschen an die Segel runternehmen, bevor wir den Motor durchfahren. Die Focke sind eingerollt. Und jetzt fahren wir in die Kanalenge ein. Aber haben das groß noch stehen, weil dahinter kann man wieder segeln. So, hier ist das kleine Meer, aber da sind wir jetzt auch nicht gesegelt, weil der Wind gegen ankommt. Das ist die große, haben wir zwar immer noch stehen, aber naja. So, wir sind jetzt in den Kanal eingefahren, vor Warns. Da steht die Brücke, wo wir durch müssen. Und der Muschel steuert jetzt erstmal bis dahin. Da vorne hat die Brücke geöffnet, nur leider ist sie schon offen. Und jetzt geben wir hier alle Gas und hoffen, dass wir noch rechtzeitig damit durchkommen. Bis jetzt hat die andere Seite nur grün, aber wir kriegen gleich auch mit. Okay, sie geht wieder runter. Belastend. Hier sind noch ein paar andere mit uns unterwegs. Ein Plattbodenschiff hier. Hier im Durchfahrt erhalten, wir haben jetzt grün und jetzt fahren wir hier hinter dem Plattboden und dem Motorboot ein. So, wir sind jetzt hier in Stavoren angekommen. Haben halt schon festgemacht.
Da hinten ist dann ein Waschhaus und eine Pommesbude da hinten links. Und ja, das Anlegen hat ganz gut geklappt. Strom haben wir ja auch schon gelegt und wir liegen eigentlich auf der anderen Seite von der Schleuse, durch die wir morgen durchholen. Das kann ich mal kurz zeigen. Da ist das Plattbodenschiff, das eben mit uns unterwegs war. Und hier ist direkt die Schleuse, wo wir morgen durch müssen. Dahinter ist dann das Eiselmeer. Ja, hier seht ihr die Ausfahrt der Schleuse zum Eiselmeer hin. Das ist auch eine Marina, wo man übernachten kann. Und wir wollen dann morgen früh durch die Schleuse fahren und dann weiter nach Lemmer segeln. Ja, wir gehen jetzt noch essen und gehen anschließend dann schlafen. Guten Morgen zusammen. Ja, die Nacht war relativ stürmisch. Aber das frühstücken wir gleich, dann kriegen wir gleich ab. Wir haben so 4 bis 5 Windstärken auf dem Eiselmeer. Und ja, ich hoffe, das wird ganz gut jetzt. Wir haben es in die Schleuse geschafft. Da vorne gehen die Tore auf und dann fahren wir jetzt dann gleich los. Da hinten ist der Wurm und wir versuchen ihn jetzt an Feuertonne zu bekommen. Ansteuerpanne, die wir erreichen müssen. Ja, da kommt der Wind von West, da ist das ein bisschen schwierig. Und hier unten geht es dann lang bis nach Lemmer. Also da hinten ist unsere Ansteuertonne endlich und wenn wir die passiert haben in etwa, da können wir beide reden, gehen Süden und dann haben wir den Wind nur noch halb von der Seite, was dann sicherlich etwas angenehmer ist. Weil momentan werden wir ziemlich gut durchgeschaukelt und da hinten sieht man auch, kommt der Regen runter, aber auf der rechten Seite hier ist es heller geworden. Deshalb hoffe ich jetzt aktuell, dass die Regenwolke schnell an uns vorüberzieht. We'll be right back.
So, da drüben ist ein Windpark und da vorne zieht sich das dann langsam zusammen und da wird das Fahrwasser dann enger und dann gehen wir nachher durch die Schleuse zum Prinz-Margret-Kanal. So, da vorne steuern wir in die Lemmerbucht. Wir sind jetzt an der Schleuse angekommen, da vorne ist aber ein Berufsschiff drin und deshalb haben wir jetzt einen Wartesteiger gelegt, weil ich glaube, wir passen einfach nicht mit rein. So, wir sind jetzt hier in der Schleuse. Aber die Poller sind sehr beschränkt hier. Und das sind so komische Schwimmpontons rechts unten. Hier, diese Poller meine ich. Die sind ein bisschen schwierig zu bekommen. Dann schleusen wir jetzt da vorne, ist noch eine Schleusenkammer, wo ein Rohstoff drin ist. Und da fahren wir da vorne durch die Brücke gleich und dann sind wir auch schon am Hafen. Die Einfahrt ist ziemlich eng hier. Hier um die Kurve zu kommen war ziemlich schwierig, aber wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt gerade aus Lemmer abgelegt und fahren jetzt wieder Richtung Wautzend durch ein paar Kanäle und dann fahren wir danach nach Hause. So, wir waren heute von Lemmer hier unten aus dem Binnenhafen hier raus, den Kanal hoch hier links lang, dann hier durch Sloten, da ist eine Brücke, wo wir durch müssen, dann hier hoch und dann sind wir auch schon fast in Wautzend. Hier ist dann nochmal eine Brücke und dann fahren wir hier in den Hafen rein. Jetzt sind wir wieder auf dem Prinzess-Margret-Kanal. Da müssen wir ein Stück drüber fahren, bevor wir dann Richtung Sloten abbiegen. Wir befinden uns in der Anfahrt auf Sloten. Etwa da in die Richtung ist die nächste Brücke, wo wir dann durch müssen. Aber leider hat es angefangen zu regnen. Und dann kriegen wir nachher die Segel leider nicht trocken weg, wenn es nicht gleich wieder aufhört. Thank you.
hier ist Go Back, 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 Back. Vorne liegt jetzt World's End und hinter uns ist der Kanal von Sloten. Da kommen wir jetzt gerade her und müssen jetzt nur noch hier die Patronen langfahren und dann sind wir auch schon da. Dann müssen wir noch durch die Brücke in World's End und dann sind wir im Hafen. Wir sind jetzt in World's End angekommen. Wir packen jetzt noch unsere Sachen zusammen und fahren dann nach Hause. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked doch gerne das Video und schaut euch meine letzten Videos an, die hier verlinkt sind.